Hörst du an? Ja, hörst du alles an. So, da bin ich ja schon wieder. Lava Hammer, vielen lieben Dank für deinen Raid. Das gerade, wo ich in der Pause war. Eieiei. Vielen lieben Dank. So. Wir hocken hier immer noch. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ich hoffe, du hattest auf jeden Fall einen schönen Stream. Und was habt ihr denn gespielt? So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Stimmt, das hier wollten wir jetzt noch nicht machen. Ja, dann geht's mit der Hauptquest weiter. Sehr schön. So, wo? Ist mir lang. Die gerade Igitt gesagt. Das war sicher dein. So. Dahin zurück. Leertaste. So, dann machen wir jetzt nämlich die Hauptquest so ein bisschen weiter. Das macht mehr Sinn. Lauf hier hin. Musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Wir machen jetzt nämlich gerade so die letzten Vorbereitungen. Mächtiger Magie zu besiegen sein. Bevor es. Yen beriefen die aufgelöste. Ich denke mal, Richtung Ende geht. Wieder ein. Auch Avalach begann. Also, ich weiß nicht, wie lange das Spiel hier noch funktioniert. Also der noch elfische Wissende beschloss mit der Hauptstory. Für den König der wilden Jagd, in dessen König. Danach geht's so mit den DLCs weiter. Gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Ja. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Ja, natürlich ist das klar. Was liegt denn hier? Predigt eines besorgten Bürgers. Was ist das? Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einmal entfachtes Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann. Dass er alles auf seinem Weg verschlingt und seine Wüten. Wüten erst endet, wenn alles zu Asche verbrannt ist. Menschen von diesem Element nicht fliehen und wenn sie sich vor ihm verneigen, wenn sie es ihr Herz lassen, wenn sie auch zu Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit dem Geboten der Kirche. Nein. Definitiv nein. Von der Kirche in diesem Spiel halte ich nicht besonders viel. Wenn ich ehrlich bin. Die sind mir ein bisschen zu. Komm schon. Nee. Nee. Auch von dem Ritterorden hier nicht. Es ist so. Immer diese einseitige Sicht, sag ich mal. Immer nur das eine. Es gibt aber keine anderen Möglichkeiten. Keine anderen Sichten. Hauptsache, man selber hat recht. Mag dich nicht. Hey Labarama und danke nochmal für deinen Raid. Ich weiß nicht, du das eben mitgekriegt hast. Ich war leider gerade in der Pause. Deswegen konnte ich nicht direkt reagieren. Aber ich hoffe, du hattest einen schönen Stream, beziehungsweise ihr. Und ich hoffe, dir geht's allgemein gut. So. Quatschen wir mal mit meiner Rivalin. Mag sie nicht. Aber ich glaube, es lief wirklich einfach nur an der Entscheidung, die ich bezüglich Yennefer getroffen habe. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlarit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris.
Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Oh ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ich kann zurzeit nur gut sein. Hab heute erstmal den halben Tag in der Sonne geflitzt. Warum bist du hier? Da mein Freund Urlaub hat. Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Kann man ja wenigstens mal ein bisschen was zusammen unternehmen. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Das ist mal ganz cool, einfach da bin ich froh. Draußen zu liegen, um mal nichts zu tun. Sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Ich habe so die Befürchtung, dass wir in ein Gefängnis einbrechen müssen. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Dayriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Tschüss. Auch geil. Seine Haare sind erstmal komplett weiß. Abi Faria. Und sein Bart hat noch nicht mitbekommen, dass seine anderen Haare ins Alter gekommen sind. Reden. Oder hat sich den Bart gefärbt. Das kann natürlich auch sein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zebra. Ohne Streifen. Schnapp ihn dir lieber. Schon wieder darf ich hinter wem herrennen? Das gibt's doch nicht. Ich sag ja, Geralt ist eigentlich die Hälfte der Zeit nur dabei, irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen. Warum rennt sie nicht hinter ihm her? Verdammt, er ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Das ist ja fast wie bei Assassin's Creed. Geralt, Leiter. Na, weiter ist er ja nicht gekommen. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Ja, ich nein. Nein. Eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tu dir mir nichts. Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Dayriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Nehmt einfach den unsichtbar machenden Tarnumhang. Angeblich kommt niemand lebendig aus Dayriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Nicht dumm, würde ich sagen. Nicht dumm. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Also, wieder ein Besuch in der Kanalisation. Das ist immer sehr schön. Es heißt, dass Dayriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro.
Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Wahrscheinlich offiziell nicht. Ja. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ist das nicht immer so? Siehst du? Heimlich sippelt man dann so ein bisschen unter Rotisch. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Mal sehen, wie viel wir selber machen dürfen, weil Madame nichts tut. Oder zickig wird. Jennifer ist ja immer noch nicht besonders gut auf uns zu sprechen. Nachdem wir ihr gesagt haben, dass wir nicht mit dir zusammen sein wollen. Ich werde ja irgendwann es auf jeden Fall so mal so spielen, dass ich auch mal mit Jennifer zusammen sein werde. Schweren Herzens, aber ich möchte auch die Seite der Geschichte mehr sehen. Und ich denke, das wird ein bisschen dauern. Erstmal pull ich mich so ein bisschen auf. Vorlaut. Welchen Wörtern? Sultan? Geralt? Saufen? Nein, nicht. Bitte, alles bloß nicht Gwyn spielen. Margarita wird in Deiriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst, und fahr ihn nach Ochsenfurt. Jennifer gibt dir ein Signal, und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu Jen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. So, wo war Ochsenfurt nochmal? Ich war eben ewig nicht mehr hier in der Gegend. Da hinten. Okay. Ja, das ist doch gar kein Problem. Dann gehen wir jetzt einmal. Kennst du die Legenden vom Weißen Wolf? Ich bin der Weiße Wolf. So, dann gehen wir einmal hier hin. Und reisen einmal nach hier. Ich frage mich auch immer noch, was mit der einen übrig gebliebenen Muhme passiert ist. Ich meine, wir haben sie ja relativ übel zugerichtet. Ich frage mich nur, ob wir das so herausfinden werden. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Naja, Miesmacherei. Ach, jetzt noch rein. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Okay, war das das Gleiche? Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da Lauf niemand doch Wachen mal schneller. Aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ich frage mich auch, warum sich Frauen in Videospielen immer so unpassende Schuhe anziehen müssen. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, davon ganz abgesehen, aber ehrlich, müsste ich in den Dingern laufen. Ich wäre gestorben. Ich wäre einfach nur gestorben. Ich sterbe schon, wenn ich eine halbe Stunde hohe Schuhe anziehen muss.
Frag sie gern, aber... Da sind wir. Das ist es. Schnee. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Aha, sie kommt mal wieder nicht mit. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Ich sag, ich kann die Frau nicht leiden. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Weißt du, das ist so typisch Frau. Oh nee, das ist schleimig, das ist dreckig, das ist eklig. Nee, da gehe ich nicht rein. Nee. Das darfst du selber machen. Ist mir egal, was passiert. Hauptsache. Ne? Hauptsache, du machst was. Nee. Kann ich nicht ab. Chris rennt wenigstens noch mit rein. Wenn ich jetzt hier einfach Angst vor Ratten. Na, wie Keira. Okay, da geht's weiter. Ich möchte mich hier einmal kurz umsehen. Ah, Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfengrab. Ein ziemlich toter. Ich glaube, ja, gut. Wir müssen in diese Wegrichtung. Zur Gruftwall. So. Ah, ein Hebel. Ist verschlossen, rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Okay. Kommen wir da durch oder müssen wir tauchen? Okay, wir kommen so durch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Wir hoffen einfach. Ja. Jetzt sehe ich so weit. Wenn nichts außer Kisten. Nee. So, und was haben wir da jetzt bekommen? Hexenjägerrüstung. Das ist aber alles Kacke, ne? Oh Gott, was habe ich jetzt ausgerüstet? Habe ich ja aus Versehen mein Schwert ausgetauscht? Ja. Habe ich tatsächlich. Können wir aber die Zeit einmal nutzen? Da neue Dinge reinsetzen. Angriffskraft, bitte. Okay. Da. Ja gut, den kann man leicht übersehen. Das könnte noch nützlich sein. Den einen Hebel raus und den dann in den anderen reinsetzen. Warum nicht? Das müsste passen. Sesam, öffne dich.
Die Wand sieht brüchig aus. Das ist genau mein Stichwort, also benutzen wir einfach mal Art. Aber das kriegt auch keiner mit, ne? Die beschweren sich wegen Sprengstoff, dass man das hören könnte. Aber wenn man mit Art einfach mal so ein Ding eröffnet, einfach mal was wegsprengt, das kriegt keiner mit. Das ist abgeschlossen. Oh. Hallöle. Schlüssel zur Kanalisation. Sind das Gwind-Karten? Warum können wir die nicht einfach mitnehmen? Mitnehmen und dann verscherbeln. Wahrscheinlich bin ich hier richtig. Ich renne hier gerade vollends in mein Verderben. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Okay, ich bin richtig. Margarita. Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Keine Chance. Wir werden hier beide sterben. Sheila? Sie haben sie zuerst gefangen. Ihr Zustand ist kritisch. Zwecklos. Ihr kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Okay, wir schlachten einfach den Wärter ab. Haben wir kein Problem mit. Was tut man nicht alles für Zauberin? Ich glaube, so viele Schlüssel, wie Geralt schon gesammelt hat, könnte eigentlich auch so einen Schlüsseldienst aufmachen. Der freundliche Schlüsselhändler von nebenan. Ich weiß nicht. Sind wir nach ganz oben? Alle Sünder werden im Ewigen lebendig. Machen wir es schnell. Du wirst es nie lernen. Gut. Hätten wir zum Beispiel mal. Dann nehmen wir nur den Zielbolzen. Brauchen wir alles nicht. Oh yeah. Ich habe so das Gefühl, ich kriege jetzt Ärger. Nein. Aua. Aua. Ich hasse Leute mit Schilden. Dem Tag, wo ich sie sofort erledige. An dem Tag gibt's Kuchen. Und sonst. Für jeden. Was? Er wirbelt? Ja, ich wirbel gerne. Geralt der Wirbelprinz. Ich glaube, wir machen uns bei den Redanien auch nicht gerade beliebt.
noch her. Leck mich doch am Arsch. Ich will ihn wissen. Wie bist du hier reingekommen? Eindringling! Ah, sprei doch noch lauter. Zurück in die Hölle. Nope. Wo noch immer der jetzt gestorben ist. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. War gerade etwas abgelenkt. So. Ja, mir auch. Hab einen leichten Sonnenbrand, weil ich mal wieder etwas zu lange in der Sonne war, ohne mich herzukriegen mal wieder. Wie eigentlich jedes Mal. Vor allem am geilsten sieht man hier erstmal schön so einen roten Kranz. Der ist aber auch nicht perfekt oval oder so halbmondförmig, sondern geht aber so komplett so ein Streifen da unten. Ich hab unten gedacht, okay. Sehr schön. Ich fühle mich, als wenn ich glühe. Aber es ist Gott sei Dank nur leichter. Also, das passt. Frutus hat auch einen kleinen, aber feinen Sonnenbrand. Der hat ja den halben Tag wieder am Hasenkäfig gearbeitet. Was heißt den halben? Eigentlich den ganzen Tag. War auch lustig. So, jetzt können wir die Zelle öffnen. Mensch, wir mussten ja gar nicht dafür in sein Zimmer. Das passt doch. Also runter. Mhm. So. Wir haben's. Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Ich wollte es mal ausprobieren, ob ich genauso knusprig werde wie ein Brathähnchen. Rita, Sheila, wenn ich diese Bastarde war nur eine Idee. In die Finger kriege. Ich schaff's nicht. Ja, komm noch Zähne. Du musst durchhalten. Ich glaube, die stirbt mir da gerade weg. Nicht so gut was. Nein. War keine gute Idee. Ich sterbe, Jenna. Ich bin eine Zauberin. Lass mich in Würde sterben. Was meinst du, Würde? Ja, was sollen wir tun? Können die doch nicht einfach liegen lassen. Yen, bring Rita hier weg. Geralt. Jenna, diskutier ein einziges Mal nicht mit ihm. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht. Kriegt die Frau eigentlich irgendwas hin? Seltsam. Es gab eine Zeit, da hätte ich dich gebeten, das nicht zu tun. Yep. Nein, du hättest nicht gebeten. Du bist zu stolz. Kacke.